wieder das Wort zum Montag. Eure Stimme zum morgendlichen Kaffee. Heutzutage ist ja nichts Besonderes, dass man mobil ist. Sei es mit Handy oder mittlerweile sogar mit Smartphones und mit iPad und wie das alles heißt. Hör mich auf, du. Ja, auf jeden Fall. Kommunikationsverhalten des Menschen hat sich in den ganzen Jahren grundlegend geändert. Besonders seit es Handys gibt, seit wo man telefonieren kann, wo man SMS schreiben kann. Ja, und ganz besonders ist, ja, Kommunikationsverhalten hat sich dadurch aber auch eher so negativ geändert. Ich kann ja mal kurz sagen, warum. Das Problem an der Sache ist, mit Handy oder SMS, also ganz still, ist das alles ungezwungener. Früher muss man noch zu jemandem hingehen, wenn man irgendwas gestehen wollte, zum Beispiel, ich mach Schluss oder weiß nicht was, muss man natürlich dann zu einem Menschen hingehen, eye to eye, und dann sagen, was los ist. Per SMS ist das kurz und schmerzlos, da schreibst du irgendwie hin, von wegen, ich mach Schluss mit dir, weil was, irgendwas. Oder schreibst sonst irgendwas hin. Das ist natürlich sehr blöd und auch sehr unpersönlich, und das sind auch so Sachen, das ich eher so negativ betrachte. Ja, überhaupt, das Kommunikationsverhalten, das hat sich ja aus dem Punkt geändert, die Leute eigentlich nur noch alles darüber laufen lassen. Das Handy oder ein Smartphone mittlerweile, ja, Tag und Nacht bei einem da sein muss, das eigentlich das Wichtigste ist, was man fast hat, gewissermaßen. Das finde ich in dem Punkt negativ, weil, wenn ich jetzt auf der Straße gehe, ich laufe jetzt irgendwo hin, die Leute halt immer nur irgendwie so, die sind eigentlich nur aufs Handy oder weiß nicht wo gucken. Die laufen einen in die Arme, die gucken gar nicht auf den Verkehr. Könnte auch gut sein, dass ein Auto kommt, die dann platt fährt. Okay, soll nicht mein Schaden sein, aber das ist jetzt mal so, was ich so denke, weil die Leute haben sich sehr abhängig von der modernen Telekommunikation gemacht. Und das muss jetzt nicht unbedingt iPad oder Smartphone oder Handy sein, kann auch anderweitig sein. Wenn durch diese Smartphones überhaupt Handys ist es auch möglich geworden, dass man mobil im Internet ist, das heißt, immer bei Facebook oder weiß nicht was. Verändert hat sich das auch alles dadurch, dass wohl sowas wie Handys bald gar nicht mehr geben wird. Ne? Früher haben die Leute immer so gemacht, heute sehen sie nur, wie die so machen. Alles Touch und alles noch viel moderner und teurer und zerbrechlicher und ohne jetzt zu sagen Apple. Ne? Schön teuer, schön zerbrechlich. Ja, also was mir so aufgefallen ist, ja, dass die Kommunikation nicht mehr von Mensch zu Mensch stattfindet, sondern nur noch über die Technik, ne? Dass immer ein Handy, ein iPhone, was auch immer, zwischen zwei Menschen ist. Man redet gar nicht mehr miteinander. Nee, läuft mir alles nur darüber. Oh ja, wie geht's? Geht's gut? Geht's nicht gut? Ja, nein, ankreuzen, weiß nicht. Hallo? Da ist irgendwie, da fehlt irgendwie Kontakt. So wie es früher macht, dass man zusammen ist, zusammen mal redet irgendwie. Läuft alles irgendwie nur noch, ja, darüber. Ja, also ich selber finde es irgendwie nicht so toll, und das ist auch so der negative Aspekt, den ich habe. Kann man natürlich sehen, wie man will, aber man sieht das auch ständig auf den Straßen, wie ich schon gesagt habe. Dass die Leute da mal ganz gerne mal auf der Straße mal nicht auf den Verkehr achten, auch nicht auf andere Menschen, sondern immer darauf gucken und laufen, auf das man zusammencrasht mit jemandem. Das muss nicht der Partner das Leben sein, mit dem man zusammencrasht, kann auch einer sein, der nicht so gut gesonnen ist. Heutzutage ist ja nichts Übliches, Unübliches. Wie seht ihr das, Leute? Seht ihr das genauso wie ich? Oder denkt ihr, so schlimm ist das alles gar nicht? Oder wie? Im Übrigen will ich mich nochmal bedanken, weil jemand hat mich auf das Thema gebracht. Ich weiß nicht, ob der oder diejenige genannt werden möchte, aber du weißt schon, wer du bist, denke ich mal. Du hast mir nämlich mal per BN geschrieben. Ich kenne dich auch noch unter dem alten Namen, das stimmt. Deswegen wollte ich nochmal einen Gruß da lassen. Danke dafür, du hast mich auf das Thema gebracht. Das wollte ich eigentlich auch schon vor 2 Wochen gebracht haben, aber da kamen 2 andere Themen dazwischen. Ja, auf jeden Fall, das ist das, was ich mal sagen wollte. Gut, ich kommuniziere mit euch jetzt auch über die Technik, in denen dann der Canon XS130 steht und ich das Ganze bei YouTube hochlade, aber da können mich auch Leute sehen, die mich dann, was weiß ich, aus dem Berchtesgaden, in Flensburg, in Hamburg oder hinter Tupfingen wohnen, ja, und nicht unbedingt mal die Gelegenheit haben, nach Düsseldorf zu kommen. Deswegen, das ist auch schon mal ein positiver Aspekt, aber den kann ich ein anderes Mal bringen. Auf jeden Fall, hier wollte ich erstmal sagen, dass es auch negative Aspekte gibt. Ganz besonders die negativen, indem man
Personen, die eigentlich nicht so weit weg sind, trotzdem immer nur mit Handy oder mit einem iPhone oder schreiben. Ja, statt mal persönlich hinzugehen, hallo, wie geht's dir? Können wir mal zusammen Saft oder Bier trinken? So sehe ich das zumindest. Nun gut, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Noch haben wir Sommer. Soll noch ein bisschen warm sein, deswegen genießt die Woche, genießt die Sonne und macht euch auch mal so ein paar Gedanken drüber. Ich wünsche euch was.